Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meiner Radtour von Spa in Belgien bis Aachen. Nun geht es von Zeltplatz über Monschau bis nach Aachen, Rote Erde. Ja, hier noch ein bisschen Campingplatz, morgendliche Toilettenstimmung. Ja, erst einmal Wasser lassen und danach in die Duschräume, damit ihr mal seht, wie das hier so auf dem Campingplatz aussah. Ich hatte es Gott sei Dank nicht sehr weit von meinem Zeltplatz aus bis dorthin. Bye bye Zeltplatz Perlenau. Das Gebäude mit dem Eingangstor aus Naturstein sah ja richtig schön aus. Ja, hier ist es jetzt, geht es jetzt entlang der Bundesstraße oder B288 Richtung Monschau Zentrum. Hier ist denn auch die Glashütte in Monschau. Wer denn mag, kann sich da Glasbläserei Kunst anschauen. Ja, hier Gott sei Dank der Weg für Fahrräder freigegeben. Und hier bin ich jetzt auch schon am Senflädchen, weil ich hatte nämlich extra noch ein bisschen Platz gelassen in meinen Fahrradgepäcktaschen für das eine oder andere Ursenf-Nachfülltöpfchen. Aber ich habe es da nicht mitgenommen. Ich habe dort in dem Lädchen, wie gesagt, das ist hier unten nur eine Außenstelle von der eigentlichen Senfmühle, die berghoch eigentlich ist, wo auch ein Laden natürlich auch nochmal ist. Wollte ich nur nachfragen, ob da oben geöffnet ist. Sonst hätte ich hier unten die Senftöpfchen zum Nachfüllen kaufen müssen. Und dann hätte ich sie den Berg hoch schleppen müssen mit meinem Fahrrad. Ja, wie gesagt, auf dem Zeltplatz habe ich jetzt nicht gefrühstückt. Hier seht ihr schon das Rote Haus und da auch noch Paulchens Bronzedenkmal. Da erzähle ich dann gleich noch mal was dazu. Hier mal ein paar kleine Eindrücke, wenn man auf dem Weg, ich nehme mal an, das ist dann hier auch der Marktplatz, der gleich kommt, wo sich das dann alles räumlich auch ein bisschen öffnet hier mit schönen Stühlchen, wo man sich hinsetzen kann, Cafés, Gastronomie, Bäckerei. Aber wie gesagt, da ich auf dem Zeltplatz nicht gefrühstückt hatte, wollte ich hier natürlich noch mal bei einem Bäcker, der hier links zur linken Hand vor der Brücke hier ist, mir belegtes Brötchen und Kaffee to go mitnehmen, weil ich jetzt nicht vorhatte, mich da hinzusetzen und alles bedienen lassen. Ja, hier bin ich denn auch auf dem Platz noch gerade auf der letzten schattigen Bank, hier direkt an der Ruhr, und vertilge da mal mein leckeres belegtes Brötchen mit dem Kaffee to go, den ich mir dann immer in die Thermoskanne abfülle. Ja, natürlich habe ich hier auch gesehen, dass es hier Eis leckeres gibt. Also nichts wie hin da. Ja, weil das ja hier angeblich Eis von einem Konditor ist. War übrigens sehr lecker, kann ich wärmstens empfehlen, wirklich toll. Ja, dann hier wohl die Attraktion schlechthin, warum jetzt hier schon die ersten vielen Touris stehen und sich dann wahrscheinlich hier durch Monschau mit der Straßenzug-Bimmelbahn durch Monschau schippern lassen werden. Und ich mache mich jetzt schon mal hier auf den Rückweg wieder hoch zur Bahntrasse vorbei hier an dem roten Gebäude hier natürlich, was eine Tuchmacher-Hauptsitz war, ist jetzt auch ein Museum. Und natürlich hier den Maaßens Paulchen oder Paulchen, so hieß dieser Mann. Er soll sich hier auch in Monschau mit einem Korb, in dem er Kurzwaren hatte, von Tür zu Tür verkauft haben. Dieser Mann lebte wohl von 1856 bis 1940.
Ja, und hatte sich angeblich in den letzten 20 Jahren kaum äußerlich merkbar verändert. So steht es hier geschrieben in der Beschreibung. Ja, hier bin ich dann auch schon an der Senfmühle. Hier das Nachfülltöpfchen, das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Sonst muss man die etwas kleineren aus Ton gemachten Töpfchen kaufen. Aber okay, das kann dann sicher jeder für sich selber entscheiden. Ja, der Weg geht natürlich hier dann hoch zur wieder aus Monschau von ganz unten von der Ruhr hoch zur Fennbahntrasse. Ist ein bisschen beschwerlich und ihr habt gesehen, der Radweg endet dann da auch irgendwo im Nirvana. Ja, jetzt hier der ehemalige Bahnhof Monschau. Ich weiß jetzt nicht, ob diese rostigen Eisenhütten, ich nehme mal an, dass die nicht die Originale sind und nur als symbolische Bahnhofshütten und als Schutzhütten hier zur Verfügung gestellt worden sind. Tja, wie gesagt, das ist alles hier belgisches Hoheitsgebiet, wenn ihr hier lang radelt. Hier mal nach links ein Blick in die Landschaft hinein. Übrigens von diesem Pröltchen, der da als Bronzefigur war. Für alle, die nicht wissen, was Kurzwaren sind, hier steht in Wikipedia, das sind Knöpfe, Zwirne, Schnallen, Nadeln und Reißverschlüsse und wer weiß, was sonst noch alles. Hier rechts dann dieses symbolische Häuschen vom ehemaligen Bahnhof Lammersdorf. Ja, wieder mal ein Blick nach links in die Landschaft, Pferdchen und einen schönen Unterstand. Jetzt kommt hier auch schon die Ladestation direkt an der Trasse in Röttgen. Die wollte ich allen vor allen Dingen zeigen, die ein E-Bike fahren. Ja, es ist leider ein bisschen, finde ich, schlecht verteilt mit den Ladestationen hier auf der Trasse, so wie ich sie gefahren bin. Ja, und hier rechts auch ein Café, wo man Kaffee trinken kann. Und jetzt fahre ich eine kleine Abkürzung, die einige Kilometer hinter Röttgen eine riesengroße Schlaufe die Bahntrasse macht. Ich hatte euch ja kurz vorher die Karte eingeblendet, welche Abkürzung ich da für dieses Stückchen genommen habe. Natürlich kann man auch noch andere Abkürzungen sicher fahren, aber ich wollte ja auch eigentlich zum größten Teil die Fennbahntrasse dann so fahren, wie sie ist. Ausnahme eben hier, wo ich eben die Abkürzung geradelt bin. Ja, die B258, die über Monschau dann nach Aachen reinführt, ist hier immer mal so ein bisschen Übergangspunkt für die Strecke, so wie ich sie geradelt bin. Ja, hier, das müsste jetzt Walheim sein, wo es hier auch wohl anscheinend einen kleinen ansässigen Verein gibt, der sich da um so ein bisschen Betrieb mit irgendwelchen Zügen auf der Fennbahntrasse beschäftigt. Hier sieht man, wahrscheinlich kann man da auch mal ab und zu reingehen und was besichtigen. Habe gerade nachgeguckt, die nennen sich Eisenbahnfreunde Grenzland in Walheim. Okay, wer dazu Näheres wissen möchte, bitte selbst mal googeln. Ja, ich bin jetzt hier schon wieder am nächsten Straßenkreuzungspunkt hier. Hier rechts natürlich dann schon ein Rewe und Schibo Supermarkt hier. Also man merkt, man kommt schon so langsam in die Nähe von Aachen, dem Einzugsgebiet. Da sind dann auch schon ein bisschen mehr Geschäfte, Supermärkte etc. pp.
wo man sich mal unterwegs ein bisschen versorgen kann oder möchte, wenn man will. Ja, hier biege ich dann auch die Fennbahntrasse ab. Und zwar teilt sich das dann hier so ein bisschen auf an der Stelle. Das eine biegt dann nach rechts ab Richtung Stolberg. Und die Fennbahntrasse, die ich jetzt hier fahre, die führt jetzt hier weiter Richtung Aachen über Corneli-Münster, wo es übrigens dann auch eine weitere Ladestationsmöglichkeit an diesem Außengastronomiebereich geben wird bzw. gibt. Ja, hier wie gesagt der Biergarten Corneli-Münster, angeblich gibt es hier auch eine Ladestation, nur mal so der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja, ich fahre hier jetzt vorbei, weil laden muss ich nicht und ihr seht ja, der Biergarten ist leider geschlossen. Ich weiß nicht, wann der offen hat, wahrscheinlich eher mehr an Wochenenden. Ja, ich hatte mir ja was mitgenommen für zum Kaffee nachmittags. Kaffee hatte ich noch in meiner Thermoskanne, wobei ich hier auch mir unterwegs an der einen oder anderen Tankstelle immer mal eine frische Gerolstein, eine kühle Sprudelwasserflasche geholt habe. Da habe ich dann nach dem Kaffeetrinken nachgespült. Ja, weiter geht's hier jetzt Richtung Aachen. Übrigens sehr gut beschildert das Ganze. Vor allen Dingen meine ich hier jetzt dann auch speziell immer diese blauen Täfelchen mit den Kilometerangaben. Ja, ab Röttgen allerdings ist die Fennbahntrasse dann auch nicht mehr belgisches Hoheitsgebiet. Also von daher, ja, es ist eigentlich schon weiter vorher. Das ist in etwa da, wo ich die Abkürzung gefahren bin. Und dann, wenn man dann nach ein, zwei Kilometern wieder die Trasse weiterfährt, da ist leider kein größeres Örtchen, wo die Grenze verläuft. Aber da ist dann die Fennbahntrasse eigentlich nicht mehr belgisches Hoheitsgebiet. Ja, hier der ehemalige Bahnhof Brandt. Und da ist gerade so ein blaues Täfelchen gewesen, was euch immer anzeigt, wie weit es noch bis Aachen ist. Bis wohin die das genau berechnet haben, ist mir nicht so ganz klar geworden, ob das nur da unten bis zu dem Parkhaus berechnet ist mit der Kilometerangabe. Wahrscheinlich ist es eher, also hier ist das Parkhaus und irgendwie waren die Kilometerangaben, fand ich da nicht so, da ist gerade wieder so ein Schildchen. Also wer es vielleicht genau weiß, kann es ja gerne mal reinschreiben. Ja, hier ist jetzt der Bahnhof Rote Erde, wo ich eigentlich parken wollte, weil für P&R, also für Zugfahrer, die mit Auto zum Bahnhof kommen, kostenlos meistens geparkt werden konnte. Aber war an dem Tag zuvor vorher richtig voll. Deshalb habe ich dann hier am Zoo geparkt. Aber jetzt folgt noch mein Fazit. So, hallo, liebe Freunde vom Fahrradkanal. Das war eine wunderschöne Tour. Ja, heute bin ich hier Mittwoch angekommen in Aachen. Wir haben jetzt 33,4 Grad. Mal schauen, ob ihr das sehen könnt. und 46% Luftfeuchtigkeit. Ja, wie gesagt, Fazit der Tour, 2 Tage von Spa in Belgien, nur Bahntrassen, war wunderschön, auch an dem berühmten Rennring vorbei, wo die Formel 1 Fahrer auch herfahren, war sehr schön, Malmedy war sehr schön. Und
Ja, wie gesagt, Fazit, sehr schöne Tour, kann ich euch wärmstens empfehlen, nur auf Bahntrassen. Ja, das wäre mein Fazit. Ich würde jetzt, wie Herr Bartuschek auf seiner Bahntrassenseite, würde ich für diese Tour, waren rund 125 Kilometer. Ich habe es, wie gesagt, in zwei Etappen gemacht. Manche Leute von euch sind natürlich so fit oder schaffen das vielleicht auch in einem Rutsch zu fahren. Ich habe es mir ein bisschen mit dem vielen Gepäck bequem angehen lassen, habe in oder bei Monschau übernachtet mit dem Zelt und werdet ihr ja im Video gesehen haben, hoffentlich, wenn ihr das Video denn mal zu Ende guckt. Und ja, wie gesagt, Malmedy war sehr schön. Der Campingplatz war weniger schön. Irgendwie hörte man von weitem Musik und ja, und Flugzeuge sind anscheinend auch viele vorbeigeflogen. Ich nehme mal an, in Lüttich oder Liège. Der Flughafen hat wahrscheinlich durchgehend geöffnet. Nehme ich mal an, dass es von da kam. Alles in allem, also der Campingplatz um diese Zeit, ich nehme an, einige Schulen, ob es jetzt in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, haben wahrscheinlich noch Ferien. Von daher war es relativ voll, aber gut, man hat noch ein Plätzchen gefunden. Gott sei Dank war ich weiter weg von dem ganzen Remi-Demi. Also wie gesagt, ich würde den Campingplatz jetzt nicht empfehlen. Wer natürlich Oropax mit hat, ich hab's nicht, weil ich habe keine Lust mehr, so ein Zeugs abends in die Ohren zu stopfen. Muss halt jeder selber wissen. Die Toilettenanlagen waren jetzt auch nicht so berauschend. Also ich war schon am Steinhuder Meer auf dem Campingplatz. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Super top, auch was die Sanitäranlagen anbelangt. Ja, gut. Werde ich wahrscheinlich auch im Video im Verlauf etwas dazu gesagt haben. Falls nicht, dann eben, wie gesagt, hier nochmal am Schluss des Videos. So, jetzt haben wir heute, müsste Mittwoch der 3. August sein. Ist jetzt 10 vor 4. Ich werde jetzt Richtung Heimat düsen, werde jetzt noch eine Stunde unterwegs sein. Wahrscheinlich komme ich jetzt in den dicksten Berufsverkehr, vielleicht auch nicht, dank dem 9-Euro-Ticket. Okay. Das soll es jetzt von hier aus erstmal gewesen sein. Würde mich natürlich über ein Abo freuen. Das Abo kostet nichts. An dieser Stelle nochmal, sei es ausdrücklich gesagt. Für mich wäre es schön, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Und wenn das Video euch gefallen hat, natürlich auch einen Daumen hoch drüber. Würde ich mich sehr freuen. Auch über Kommentare. Auch über Kritik, wenn es denn sein muss. Also in diesem Sinne, winke, winke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.